Willkommen zurück zu Darksiders 2. Ja, hier haben wir es jetzt mal aufgehört. In den ersten kleinen Dungeon oder so. Ja, da ist ein Portal, was man dann viel, viel später erst benutzen kann. Wir gucken aber mal, was unsere Ausrüstung sagt. Hier haben wir nämlich, ich war hier schon mal drin, deswegen ist hier kein Stern drin. Ich habe es aber noch nicht ausgerüstet, weil ich es euch noch zeigen wollte. Hier haben wir zum Beispiel üble Klauen, ja, und das sind schnelle. Die machen zwar ein bisschen weniger Schaden, aber ihr seht, schnell steht dahinter. Hat dann noch Durchschlagsschaden 3 und kritischen Schaden, ne? Die nehmen wir natürlich sofort. Das sind so eins meiner Lieblingswaffen, also lieber als diese schweren hier, ne? Der macht, wie gesagt, mehr Schaden, aber hat dann für keine zusätzlichen Dinge. Und ja. So, die könnten wir ja nicht. Hier haben wir noch was Neues dazu gekriegt. Oh, schon 9. Legen wir natürlich gleich an. Mehr Schutz ist auch immer gut. So, bei Schuhe hatten wir nichts. Aber hier haben wir schon mal einen Talisman gefunden, der uns Magie und Exekutionschance erhöht. Legen wir natürlich auch an. So, und hier haben wir eine Seite, ja, eine Seite von 10 gefunden. Aber das sind nicht jetzt im ganzen Spiel 10, das sind mehrere, also immer 10, ne? Und ich glaube, da kriegt man dann einen besonderen Schlüssel. Dazu komme ich dann auch halt später, wenn man das am Vulkrin quasi eintauscht, sozusagen. So, ja, das sind die 9. Übel schnell. Wahnsinn. Ja, so machen sie leider nichts. Aber wie er da läuft, sieht schon komisch aus. So, hier können wir ja mal gucken gehen. Aber hier war, glaube ich, nichts unter Wasser. Nee. War einfach nur eingestürzt. Weiß nicht, warum man. Ach, da oben kann man noch. Ja, da kommt man aber nur mit dem Portal hin. Jetzt wissen wir auch, warum da vorne das Portal ist. Genau. Okay, so, hier können wir aber weiter. Und da oben ist jetzt nichts, okay. Ja, dann mal hier runter. So, ich glaube, wenn man hier runterfällt, kommen Feinde. Also könnten wir die eigentlich gleich. Ich muss eigentlich da an die Wand lang. Ich glaube, bin auch sicher, dass ich da rüber komme. Aber wir brauchen ja, wie gesagt. Wir brauchen ja Dings so viel wie möglich. Kämpfen wir die mal hier. Na los, komm schon. Hatten wir den anderen schon, den zweiten? Oh, anscheinend schon. Ja, einmal getroffen haben sie uns. Ist auch ziemlich eng hier unten, muss ich sagen, um zu kämpfen. So, na mal sehen. Ja, kommen wir wunderbar rum. Und hier haben wir, denke ich mal, den Schlüssel, den wir brauchen. Danke. Ja, mit diesem verzierten Schlüssel können im aktuellen Bereich verschlossene Türen geöffnet werden. Drücke die Option, um sich die Karte anzusehen und nach verschlossenen Türen im Umfeld Ausschau zu halten. Das brauchen wir jetzt nicht. Das ist die andere Tür. Wir können aber mal Optionen und Karte war, glaube ich, hier. Ja, hier haben wir dann immer so eine Karte mit mehreren Ebenen, die man genau hier. Das ist da, ist die verschlossene Tür. Seht ihr, da haben wir noch zwei Kisten und genau da kommt ein hässlicher Feind. Und hier im unteren Bereich, das sind die Kisten, die draußen sind, ne, wo wir eben noch nicht hinkommen. Ja, das ist das, wo das Wasser dann da ist und so.
Okay. So, aber ich denke mal, hier hinten ist noch was. Genau. Deswegen jetzt diese Ansicht. So, dann mussten wir hier weiter. Und hier haben wir noch eine Kiste. Oh, ein paar Schuhe. Das könnte vielleicht nützlich sein. Die schauen wir uns gleich an. Oh, blaue Schuhe. Aber auf jeden Fall geht noch mal alles schön nach oben. Die ziehen wir auch gleich an. Umso mehr Schutz und so, Verteidigung und alles, umso besser wird unsere. Ich frage mich gerade, ob ich das schaffe. Ja, schaffe ich sogar. So, und jetzt können wir natürlich nach vorne gehen. Ich könnte ja einen Trink nehmen und hier schon wieder einen aufheben. Ja, sind wir wieder voll. So, hier runter und hier ist die Tür. Ja, Tod fässt natürlich nicht selber den Schlüssel an und öffnet die Truhen auch nicht selber. Na, das machen seine. So, und hier wird extra gespeichert. Uiuiuiuiui. Bin ja mal gespannt, ob ich den auf normal schaffe. So. Können wir natürlich auch unsere Ghule rufen. Lassen wir erstmal die Ghule was machen. So, er macht hier immer so einen Anlauf. Seht ihr schon? Und vielleicht sollte man dann immer nur zweimal. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Müssen wir schon den ersten Drink nehmen. So, ich würde sagen, dass ich brauche mehr Zeit. Mal die Ghule noch mal einmal rufe zur Ablenkung und auch gleichzeitig drauf kloppe. Was machst du? Hallo? Warum trifft er mich immer? Die Sau. Ach so, hier unten mache ich das Mini auch. Ah, der ist schon ein harter Brocken. Ich glaube, da werde ich eine Weile brauchen, den zu besiegen. Schon wieder einen Heiltrank nehmen. Ja, der macht auch so eine Teleportierungsscheiße. Ja, und Tod will immer nicht richtig. Wir können hier zwar noch die Gole noch mal rufen. Und jetzt haben wir uns, sind wir gestorben. Aber ich denke mal, dass wir den schaffen könnten. Was braucht die denn jetzt hier so lange zu laden? So. Gleich noch mal ran ans Werk. Kann ja hier auch schon mal ein bisschen aufräumen. Oh, da ist er schon. Ja. Hat er mich schon getroffen wieder. Zurück. Ah, verdammt.
mal was. Alles gut, wir kriegen immer wieder Zorn zurück. Irgendwie tut Krieg nicht so springen, wie ich das will. So. Hab zurück. Wieder seinen Anlauf. Ach, der hat mich jetzt erwischt. Alter! Nicht genug Zorn. Ah, ich habe nicht genug Zorn. Oh oh. Ah, jetzt hat er mich wieder. Aber es sah schon besser aus. Ich gebe mal nicht auf, aber irgendwie will Krieg, will Tod irgendwie, das liegt wahrscheinlich an die Anvisierung, weil ich ihn anvisiert habe. So, einmal hier. Zurück. Ja, wenn er einen damit trifft, dann ist ganz schön schlimm. Komm. Genau. Uiuiui. Komm. Ah, jetzt hat er mich da erwischt gehabt. Ah, komm. Bring er weg. So. Aua. Kleine Sau. Mich wieder erwischt. Alter! Alter. Ah, mit die Ghule schaffen wir das. Oh, jetzt muss ich schon meinen letzten Trank nehmen. Aber ich glaube... Jawohl. Oh, sorry, wenn ich nicht viel gesagt habe, aber ihr habt ja selber gesehen. Jetzt haben wir zwar eine riesen Keule gekriegt, aber
Ich weiß nicht, warum ich jetzt die nicht so oft genommen habe. Die haben, ja, die haben nicht zu viel Schaden gemacht. Aber die, das kommt noch. Also habe ich den auch auf normal geschafft. Ich glaube, auf leicht hätte ich jetzt aber nur einmal gebraucht. Oder zweimal höchstens. Und was habe ich jetzt hier gebraucht? Dreimal oder viermal? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube dreimal, ne? So, da geht's dann weiter. Da sitzt auch schon die Krähe. Aber wir holen uns erstmal hier noch die zwei Kisten. Wunderbar. Hab jetzt nicht gesehen, ob da jetzt eine Waffe... Wir gucken gleich mal. Ah, hier war irgendwas dabei. Okay. Gucken wir mal. Ja, auf jeden Fall hier der Hammer. Kritischen Schaden. Ja, der ist natürlich... Aber... Die Keule. Aber es sieht auch von der Farbe her, ist das hier schon blau. Ist schon ein sehr guter... Obwohl der Schaden, das macht denn eigentlich die Sense. 23, 27. Ich hätte gern natürlich eine neue Sense, ne? Wir bleiben aber erstmal hier bei dem plus 3. Ja, und hier würde natürlich kritischer Schaden hochgehen. Und natürlich der Hauptschaden auch. Können ja mal kurz anlegen. Und hier haben wir auch neues. 9, 3 plus 2. Gefundenes Geld. Ja, plus 7. Da würde ich lieber den blauen hier nehmen. So, gucken wir mal kurz, was, ja, Leben habe ich jetzt fast gar keins mehr. Muss ich auch schon wieder... Ja, der ist natürlich nicht schlecht, aber wie gesagt, der macht zwar mehr Schaden, ist aber langsam. Aber andererseits kommt der Gegner auch nicht so nah an einen ran, ne? Das ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Aber, na gut, lassen wir erstmal. So, hier geht's runter. Da kann ich oben lang. Ach ja, hier sehen wir noch mal draußen. Das sind ja die zwei Kisten, die ich jetzt wirklich noch nicht kriege. Und da können wir da oben ran. Nee, so nicht, Herr Tod. Du solltest so auch nicht. Komm noch mal ran. Alter, wieso? Moment. Ah. Wieso das? Jetzt habe ich fast gar nicht. Ja, und das ist... geh nochmal runter. So, eine weitere Seite des Buches. Wunderbar. So. Und hier unten sind wir am Wasser. Ich weiß auch, wo es hier hingeht, zu einem Gegner namens Ronhold. Aber den werden wir noch nicht schaffen. Soll ich euch den schon mal zeigen? Kann ich euch gerne zeigen. Aber wie gesagt, den werden wir noch nicht besiegen können. Da sind wir definitiv noch zu schwach und außerdem haben wir da noch gar nicht die Aufgabe bekommen, den zu besiegen. Also die kriegen wir ja von den von dem einen, wo wir trainieren, also wo wir auch hier Dinge kaufen können, trainierte Dinge. Na, ich zeige euch den einmal. Einmal zeige ich euch den, aber ihr werdet sehen, der ist zu mächtig. Ronhold. Aber keine Sorge, den werden wir auf jeden Fall... Ja. Und wie einen, dass man das Leben abzieht. Und da war es schon passiert. Ja, selbst wenn ich da jetzt auf einfach stellen, leicht den Schwierigkeitsgrad runterstellen würde, würde ich trotzdem keine Chance haben. Den müssen wir viel später machen. Okay, dann Arrivederci.
auf zurück. Oh, hier unten war, außer dass es übelst weit nach oben geht, war hier sonst nichts. So, na gut. Wir müssen ja hier, wie gesagt, sowieso noch mal her. Es gibt hier kaum Orte, wo man nur einmal ist. Dann sind wir hier erstmal soweit fertig, was wir eben überwältigen können. So, hier haben wir auch wieder einen Stein. Hier oben. Ist das Gute dran, man hört die. Ja, es gibt natürlich noch mehr farbige, also nicht nur den blauen hier, sondern auch noch rot und gelbe, glaube ich. So, hier würde es offiziell weitergehen, aber ich will erstmal hier zu einem gewissen Wulgrin. Die schaltet man nämlich auch wieder so frei. Da ist er. Sei gegrüßt, Reiter. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Wulgrim, was lässt dich aus den Schatten herauskriechen? Ich möchte meinen wertvollsten Kunden nicht verlieren. Nicht an das, was am Rand der Schatten lauert. Hier bin ich also und biete meine Waren an. Was weißt du, was ich nicht weiß? Ich bin nicht freiwillig hier, Dämon. Ich bin nur der Spur der Vernichtung gefolgt. Deine Klingen sind so scharf wie immer. Und trotzdem kann ich dir helfen. Ich führe Dinge, bei denen andere die Stirn runzeln würden. Na los! Riskiere einen Blick. Du wirst nicht enttäuscht sein. Na, wir werden sehen. Ware. Frische Waren. Ja, Neuvergabe. Kostet 1000. Die könnten wir uns holen. Warte mal, die sollten wir uns auch holen. Das holen wir uns mal. Das Vergnügen ist auf meiner Seite. Wulgrin ist ein Meister der dunklen Magie und kann die entwickelten Fähigkeiten beliebiger Kreaturen zurücksetzen. Entscheide dich hierfür, wenn du deine Fähigkeiten löschen oder deine erworbenen Fähigkeitspunkte neu vergeben möchtest. Ach, wir haben jetzt quasi das gekauft, dass wir unsere Punkte neu verteilen können. Aber wieso hat das denn noch drinne? Wir könnten uns hier eine goldene Kiste schon leisten. Ja, die besten sind natürlich hier unten die, ja, 50.000 und 20. Wir können ja mal nur aus Jux einfach mal eine goldene kaufen. Mhm, ja, ist eine große Waffe. Okay, ist jetzt nicht so das Besondere. Ich weiß gar nicht. Ne, hier geht nichts. Man könnte aber auch hier jetzt verkaufen an ihn. Aber ihr seht, das ist nicht viel. Und später findet man, außer natürlich seine grüne hier. Und später findet man natürlich auch noch viel, wie soll ich sagen. Ja, hier für die blaue kriegen wir dann schon. Aber die werde ich auf jeden Fall nicht verkaufen. Und wenn man jetzt die Orangen kriegt, wo man jetzt hier die Kisten kauft, die ist ja orange, ne? Und da sind Waffen drin, die man aufwerten kann, mit wo man andere Waffen opfert für. Und das sind eigentlich dann immer die besten Waffen. Besessene Waffen heißen die, glaube ich, oder so. Ja, steht ja da, enthält zufällig besessene Waffe. Habe ich jetzt auch gar nicht gelesen gehabt. Na gut. Ein andermal, Dämon. Bis dahin kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen tun. Im Buch der Toten fehlen Seiten,
Ich vermute, dass viele sich entlang deines Weges finden. Wenn du sie mir bringst, wird deine Belohnung beträchtlich sein. Ebenso wie meine Verdammung. Ja, das stimmt schon. Also das öffnet auf jeden Fall einen Raum, glaube ich. Also da kommen wir zu einem, ja, wie so Art Riesensafe, ne? Es öffnet so eine Art Riesensafe. Und da können wir wirklich gut... Ja, schade, ich hätte eigentlich gerne eine neue Sense zwar gehabt, aber ihr seht mal, die macht jetzt noch mehr Schaden. Ja, wir rüsten die mal aus. War auch nicht schlecht. So. Cool. Na gut, aber ich muss auch schon wieder einen Schnitt machen. Bleiben wir mal hier. So. Okay, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darksiders 2. Und vielen Dank fürs Zuschauen.